Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV. Der Tag hier im Maximilianeum begann kontrovers und er blieb es auch bis zum Ende. Die Regierungserklärung des Landwirtschaftsministers zum Beispiel setzte auf das Wohl der kleinen Landwirte. Und er sprach von Kulturlandschaft. Die Opposition sah hingegen andere Gefahren. Unser Leitbild einer flächendeckenden Landwirtschaft durch möglichst viele bäuerliche Familienbetriebe ist in der deutschen und europäischen Agrarpolitik angekommen. Das kann man natürlich so sehen, wenn man oberflächlich hinschaut. Ich erinnere mich an das Wahlplakat der CSU, Bayern, Punkt, das Land. Und dahinter waren blühende Landschaften abgebildet. Herr Brunner, Sie wirken dabei wie ein Eventmanager oder bezogen auf den bayerischen Weg eher wie ein Wanderführer, der den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern eine heile Welt vorgaukelt, die aber in vielen Bereichen nicht der Realität entspricht. Die bayerischen Hausärzte werden wirklich von der Politik gehätschelt und gelockt. Und dass da möglicherweise ein milliardenschwerer Abrechnungsskandal in Bayern auch sie betrifft, ist peinlich. Der sogenannte Schottdorf-Skandal beschäftigt die Justiz seit Jahren. Und jetzt soll ein neuer Untersuchungsausschuss im Landtag eingesetzt werden. Für die Regierung unnötig. Die Aufklärung hat ja offensichtlich nicht so funktioniert, wie sie hätte funktionieren sollen. Es sind Hunderte ungestraft davongekommen und es handelt sich um einen Abrechnungsbetrug bisher nicht gekannten Ausmaßes. Und das muss auf alle Fälle in einem Untersuchungsausschuss untersucht werden. Wir haben ja auch mit einem Dringlichkeitsantrag schon diverse Fragestellungen konkretisiert. Und dass die jetzt Eingang finden im Untersuchungsausschuss, fraktionsübergreifend, finde ich gut. In der bayerischen Verfassung wurden gleiche Lebensbedingungen in ganz Bayern festgeschrieben. Da ist man sich einig. Den Weg dorthin zu Verbesserungen, insbesondere in den Regionen, soll eine sogenannte Heimatkommission ebnen. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie die medizinische Versorgung in der Region in der Rhön ist und wer in München in der Nähe von der LMU wohnt, da gibt es schon deutliche Unterschiede, die zumindest erkannt werden müssen und wo man gucken muss, wie schafft man es denn gleichwertige, also nicht gleiche, aber gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern herzustellen. Das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe der Staatsregierung im engeren Sinne, sondern auch der Parlamentarier, die draußen unterwegs sind. Fraktionsübergreifend mit all den Netzwerken, die wir haben, und dass wir das zusätzlich im Bayerischen Landtag mit einer Enquete-Kommission auch noch bündeln, beraten zur Seite stehen, Anregungen geben. Das ist ganz wichtig, um diesem Willen der bayerischen Bevölkerung gerecht zu werden. Die Heimatkommission wird, selten genug, von allen Landtagsfraktionen unterstützt. Und damit sagen wir von Plenum TV Servus, liebe Zuschauer, bis zur nächsten Woche hier bei TV Touring Schweinfurt.